der Wahl einer Stellvertreterin des Präsidenten des Deutschen Bundestages. Der Bundestag hat 709 Mitglieder, abgegebene Stimmzettel 654. Mit Ja haben gestimmt 223 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 387 Abgeordnete, 44 Enthaltungen. Die Abgeordnete Mariana Iris Harder-Kühnel hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen damit nicht erreicht und sie ist damit nicht zur Stellvertreterin des Präsidenten gewählt. Für diesen Fall hat die Fraktion der AfD eine Unterbrechung der Sitzung für eine Fraktionssitzung beantragt. Die übrigen Fraktionen sind damit einverstanden. Ich unterbreche die Sitzung bis 17.40 Uhr.